Energiesicherheit für alle, das dürfen die Bürger erwarten, aber da geht es eben zwar auch, das stimmt, aber sicher nicht nur und auch nicht in erster Linie um Steuerfragen. Da gibt es viele Handlungsfelder. Das allererste, was da auf dem Tisch liegt, ist natürlich, und da haben wir heute schon viel gehört, der Energiemix, die Energiesouveränität. Dass wir in Deutschland jetzt in so eine prekäre Situation geraten sind, das ist doch nicht die Folge von zu viel, sondern von zu wenig Energiewende. Wenn wir über Energiearmut sprechen, müssen wir auch über Armut in Deutschland insgesamt sprechen. Die Menschen sind doch desto stärker von steigenden Energiepreisen betroffen, je weniger sie dem entgegensetzen können. Energiearmut gab es in Deutschland und in Berlin auch schon vor dem Preisschock an den Tankstellen und vor dem Krieg in der Ukraine. Wir hatten letzte Woche schon darüber gesprochen, 90.000 Berliner Haushalte haben im vergangenen Jahr eine Sperrankündigung für Strom und 100.000 eine Sperrankündigung für Gas erhalten. Deutlich mehr als im Jahr zuvor. Wer so einen Brief bekommt, das ist doch ein Schock für die Betroffenen. In 12.550 Fällen kam es ja dann auch wirklich dazu, dass den Haushalten der Strom abgedreht wurde. Für uns Linke ist klar, der Zugang zu Strom und Gas ist für uns ein Menschenrecht. Menschen, die von Strom und Gas abgeschnitten werden, verlieren die Möglichkeit, sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Ich weiß nicht, wer sich hier das überhaupt vorstellen kann, was das bedeutet. Das verletzt die Menschenwürde und wir haben deswegen im Koalitionsvertrag festgelegt, das wiederhole ich sehr gerne, Berlin wird sich im Bund für ein Verbot von Stromsperren einsetzen.